Hallo Elder Scrolls Online Fans, hallo MMO Gamer. Heute möchte ich euch was Neues vorstellen, und zwar mein Elder Scrolls Online Projekt. Und wir beginnen, wie ihr sehen könnt, nicht etwa in irgendeiner Alpha-Version oder sonst was geleakten Fassung von Elder Scrolls Online, sondern wir beginnen in Skyrim. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu enttäuscht, dass ihr hier Gameplay-Material erwartet habt von Elder Scrolls Online. Aber leider ist die Beta bis jetzt im Zeitpunkt noch nicht gestartet, beziehungsweise momentan wird noch eine NDA sein. Das heißt, momentan kann man noch nichts veröffentlichen, nichts posten. Aber ich verspreche euch natürlich, sobald diese Beta gestartet ist und die NDA gefallen ist, wird es Gameplay-Material von mir geben aus der Beta. Ich werde euch möglichst viel zeigen, möglichst viel in der Beta in Erfahrung bringen und natürlich auch Sachen im Spiel selbst, wenn es denn endlich draußen ist, zeigen. Ja, ich bin selbst noch ein bisschen traurig, dass es doch wirklich noch so lange dauert, bis das Spiel dann letztendlich erscheint. Aber ich habe mir gedacht, es gibt doch so viel Redebedarf für mich selbst, was jetzt Elder Scrolls Online angeht, dass ich mir dachte, da fange ich doch eine kleine Reihe an. Und die beginne ich halt, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, in Skyrim. Ich wollte jetzt keine ellenlangen Blog-Einträge schreiben oder irgendwelche Vlogs wieder machen, wo ihr stundenlang nur mich betrachten müsst. Deshalb dachte ich mir, spiele ich einfach Skyrim, während ich euch so ein bisschen was erzähle. Natürlich spiele ich vielleicht auch mal Oblivion, vielleicht schauen wir auch mal Morrowind rein. Hauptsächlich geht es ja nicht um das Gameplay-Material, sondern um das, über was ich mit euch reden will. Und da geht es halt hauptsächlich um jetzt Elder Scrolls Online, um die neuesten News, um die aktuellen Fakten, die wir momentan haben. Und wie gesagt, sobald es was Neues gibt, wird es natürlich auch Video geben und dann werden wir darüber sprechen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich auch euch, meine Zuschauer, meine Abonnenten. Ich möchte mit euch diskutieren in den Kommentaren. Schreibt mir eure Meinung, sie interessiert mich wirklich. Und dann können wir ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Seht ihr das genauso wie ich? Findet ihr gut die Entscheidung, die ZeniMax bzw. Bethesda da getroffen hat oder nicht? Und dann können wir so ein kleines bisschen Diskussion starten auch. Ja, was das Spiel angeht letztendlich. Ich hoffe, die Reihe wird euch gefallen. Ich muss mal kurz einen Marker setzen, damit ich nicht völlig in die Irre laufe. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall und ich denke, es ist die bessere Idee, als wenn ich jetzt irgendwie Vlogs mache oder Blog-Einträge schreibe, die entlang werden. Deswegen hier Gameplay-Material halt, wie gesagt, aus Skyrim. Wir werden natürlich auch noch andere Elder Scrolls-Teile spielen. Wie gesagt, ich bin ja vielleicht, wenn ihr es wisst, ein großer Elder Scrolls-Fan seit Morrowind. Die ganz alten Teile habe ich jetzt nicht gespielt. Oh Gott, hier ist sogar ein Drache. Die ganz, ganz alten Teile habe ich nicht gespielt. Ich habe angefangen mit Morrowind und bin deswegen ziemlich großer Fan. Oh Gott, hier ist auch noch ein großer Ogre. Ich verpiss mich erstmal. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte da oben eine Quest erledigen. Oder wollen wir den Drachenkampf probieren? Dann probieren wir halt den Drachenkampf. Ich weiß nicht, ob das gut geht jetzt. Aber ja, ungeplant kommt öfter vor, als man denkt in diesem Spiel. So, wie mountet man eigentlich hier nochmal ab? Ja, so. Ja, in dieser Folge möchte ich, das war jetzt so denke ich, so zur Einladung. In dieser Folge möchte ich heute mit euch vor allem über die Fraktionen und die einzelnen Rassen sprechen. Wenn ich hier versuche, so ein bisschen den Drachen in Schach zu halten. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, er kämpft auch gegen ihn, oder? Jetzt springt er da hoch, oh mein Gott. Ja, in Elder Scrolls Online wird es nicht, wie vielleicht in anderen MMOs üblich ist, zwei Fraktionen geben, sondern es wird ganze drei Fraktionen geben. Das heißt, ihr müsst euch natürlich ein bisschen entscheiden mit euren Freunden, wo ihr letztendlich spielen wollt, weil ihr sonst natürlich ein bisschen aufgesplittet sein werdet. Ansonsten wird das Spiel natürlich auf einem Mega-Server laufen, so nennt auf jeden Fall Bethesda oder ZeniMax. Wer macht jetzt eigentlich das Online-Spiel? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ZeniMax Online macht das Spiel und Bethesda hat halt die Rechte dafür, bzw. publish das, whatever, so genau weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall wird es einen Mega-Server geben, das heißt, es wird keine verschiedenen Server geben, sondern nur einen großen, wo alle drauf spielen werden. Das finde ich schon mal relativ gut, weil so kann man halt mit letztendlich allen Leuten zocken, mit denen man auch zocken will und ist nicht irgendwie abgeschnitten von allen anderen. Das Problem ist halt, ist aber wie gesagt, es gibt drei Fraktionen und wenn man jetzt, ist es jetzt noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber ich gehe mal davon aus, wenn man einer dieser Fraktionen angehört, kann man halt mit den anderen nicht mehr spielen, vor allem also nicht PvP machen. Diese Fraktionen teilen sich auf in die
folgenden. Das sind einmal die Altmeri Dominion, die sind im Süden von Tamriel angesiedelt. Die werden die Hochelfen, die Altmer, beinhalten, die Khajiit und die Waldelfen, die Bosma. Und ja, ich denke mal, die Hochelfen sind ja eher die Magiebegabten, die waren eigentlich relativ cool. Die Khajiit sind natürlich richtig cool, das sind diese Katzenwesen, muss einem natürlich gefallen, gefällt natürlich nicht jedem, die sind natürlich eher damals, also ich denke mal nicht, dass diese Rassenboni so krass werden in diesem MMO, aber die sind eigentlich eher für Agility-Chars gedacht und zum Schleichen damals. Und dann die Waldelfen, das sind natürlich eher so Leute mit Bogen- und Alchemie-Skills gewesen. Ja, mal schauen. Ich bin natürlich, muss man jetzt gucken, ob es jetzt diese Rassenboni noch geben wird. Da bin ich ein bisschen gespannt. Oder ob die, natürlich, meistens sind die in den MMOs nicht so entscheidend. Das sind dann irgendwie, ja, 5% mehr Bogenskills oder so ein Käse, was nicht so mega entscheidend ist. Deswegen entscheidet man sich bei der Rasse ja meistens eher nach dem Story-Hintergrund. Beziehungsweise, oh Gott, da kommt doch noch ein scheiß Wolf von hinten. Entscheidet man sich ja eher nach dem Story-Hintergrund, beziehungsweise nach dem Aussehen. Und das werde ich, denke ich, auch tun. Blöd ist natürlich, wenn jetzt die Freunde irgendwie komplett was anderes spielen wollen und man dann da ein bisschen alleine da auf der Fraktion hockt. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, muss man gucken. Dann gibt es noch die Daggerfall, die zweite Fraktion, das ist die Daggerfall Convenant. Ich weiß nicht, wie dann das ausschauen soll. Convenant. Auf jeden Fall, die sind im Nordwesten angesiedelt von Tamriel. Die werden die Bretonen beinhalten. Bretonen, das sind so ein bisschen diese Kaiserlichen, die eher so, ich sag mal, die Milchbubis, so habe ich sie mir in Erinnerung, so ein bisschen. Und die Orks natürlich. Die Orks sind jetzt nicht so ganz extrem, wie das vielleicht ein anderer. Oh, ich glaube, ich habe nicht genug Zeug dabei, oder? Kann ich das alles reinpacken? Ja. Die Orks sind jetzt nicht so ganz so extrem wie vielleicht in anderen, was wollte ich sagen? MMOs oder anderen Fantasy-Spielen, die sind jetzt nicht so mega grün, aber die sehen natürlich schon so ein bisschen orkig aus, das muss einem gefallen. Oh Gott, ich glaube, ich habe auch noch nie gegen einen Riesen gekämpft, aber das wird schon schief gehen. Oh, macht den Schaden. Und wer gehört noch dazu? Das sind die Rotwardonen, weil das sind mehr so die Haut drauf, habe ich das Gefühl. Außer die Bretone, das sind eher die Milchbubis. Aber die Rotwardonen habe ich früher in Morrowind gerne gespielt. Das habe ich Zweihandkrieger gespielt, so wie zum Beispiel hier. Das ist auch eine Rotwardonen. Die haben so einen Buff, dass man sich buffen kann über eine gewisse Zeit lang, womit man ziemlich schnell zuhauen kann, beziehungsweise ziemlich stark zuhauen kann. Ob es das natürlich dann immer noch geben wird, ist eine andere Frage. Was haben wir hier mit? Okay, Schlitzer packen wir mal ein. Dann, das waren so die, das Daggerwald Convenant. Oh. Es geht weiter. Ja, mein Skyrim hat sich gerade so ein bisschen verbuggt. Ja, der dritte Pakt, der Ibernheart-Pakt, ist im Nordwesten, Nordosten angesiedelt, nicht Nordwesten. Wird die Argonier beinhalten. Das sind mehr so, das sind diese komischen Echsen, falls ihr die schon mal gesehen habt, die mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Ich muss jetzt kurz mein Pferd wieder suchen. Ja, die Argonier beinhalten, nicht so mein Fall. Die Dunkelelfen, die sind richtig cool. Das sind halt die Elfen, nur mit so einer ziemlich dunkleren Haut. Die werden auch Dormer genannt. Und die Nord. Die Nord sind natürlich die ja eher Weißen, die Frostresistenz, glaube ich, haben. Als Rassenboni, zumindest hier in Skyrim. Und dann auch relativ gut zuhacken können. Ja, das sind so die drei Fraktionen, die es geben wird. Da bin ich mal gespannt. Ich bin mir noch nicht sicher genau, wo ich abbleiben werde. Vielleicht könnt ihr ja was so schreiben. Habt ihr schon euch eine Fraktion rausgesucht, wo ihr mitspielen wollt? Wusstet ihr überhaupt, dass es drei Fraktionen sein werdet? Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Wie gesagt, das mit dem Mega-Server, ich bin gespannt, ob das so funktionieren wird. Es wird natürlich alles instanziert sein müssen, beziehungsweise es wird auf jeden Fall mehrere Instanzen geben, sonst wird das alles viel zu überlaufen werden, weil bei so einem riesen Server, wenn dann alle Leute gleichzeitig spielen, wird es natürlich mehrere Gebiete, beziehungsweise Instanzen des einzelnen Gebiets geben. Sonst wäre das Startgebiet und die einzelnen Questgeber natürlich vollkommen überlaufen. Das wird überhaupt nicht gehen. Ja.
Aber da bin ich nochmal gespannt, wie sich das entwickeln wird durch die drei Fraktionen und ob es vielleicht auch Open PvP gibt. Aber zu PvP kommen wir, denke ich, in einer anderen Folge. Wir bleiben jetzt eher bei den Fraktionen und den Rassen. Ja, was die Rassenboni angeht, ist er natürlich gespannt, ob es vielleicht überhaupt Rassenboni geben wird oder ob das komplett auf der Lore bestehen wird. Und ob es natürlich auch eine Story geben wird, beziehungsweise eine Klassenstory oder ob es die Rassen gebunden ist. Ich denke mal, die wird natürlich auch sehr damit verbunden sein, die Fraktion zu spielen. Aber letztendlich ist es eigentlich auch was Gutes, zumindest für den Vielspieler, dass es drei Rassen geben, drei Fraktionen geben wird. Weil so kann man wirklich jede Fraktion einmal spielen und die ganzen Startgebiete, die ganzen Quests dort einmal spielen. Und so hat man nicht nur zum Beispiel Horde, Allianz oder Sith Imperium und Republik. Ist eigentlich relativ cool. Ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wie wird man sich entscheiden mit seinen Freunden? Muss man sich natürlich entweder absprechen und der eine oder andere wird da vielleicht Abstriche machen müssen, was die Rassenwahl angeht. Das finde ich schon ein bisschen, ja, muss man gucken, wie sich das am Ende ablaufen wird. Ich will auf jeden Fall, ja, ich weiß noch nicht, was ich spielen werde. Ich tue jetzt mal, ich tendiere zum Altmeri-Dominion, weil da sind die Hochelfen, die sind ziemlich cool. Ich mag die Khajiit halt ziemlich gern, diese Katzenwesen. Die sind mal was anderes. Ich finde, ja, menschliche Charaktere sind halt in MMOs und Fantasy-Spielen allgemein nichts Neues, aber diese Khajiit sind halt mal was anderes. Die, denke ich, würde ich persönlich bevorzugen. Ja. Ich versuche jetzt hier nochmal oben raufzukommen, weil ich nicht weiß, ob das hier der richtige Weg ist. Ja, das ist der richtige Weg. So, könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt bevorzugen werdet im Elder Scrolls Online. Ich habe das Gefühl, dass meine Maus sich ein bisschen verbuggt hat. Ich habe jetzt eine Maus im Spiel. Ich habe jetzt zwei Mäuse im Spiel. Eine rechts und eine links. Ich weiß nicht, ob beide mitgefrapst werden. Trollololol. Ja. Wird, denke ich, sehr, sehr, sehr spannend werden. Gerade was natürlich auch die Quests angeht und was die Story angeht. Ich hoffe, dass die nicht nur auf die Klassen bezogen sind, sondern auch auf die Rassen letztendlich, weil die Khajiit und so, die haben alle schon eine relativ coole Story in Skyrim selbst. Und deshalb muss man einfach mal gucken. So. Also in Skyrim, sage ich schon, in Elder Scrolls Online. Wenn ich von Skyrim rede, das ist schon mehr so eine Angewohnheit irgendwie. So, komm mal her. Lol, lol, lol. Jetzt kommt er hoch! Er will da nicht hoch! Muss ich heilen. Ey, ich komme da nicht hoch. Müssen wir außen rumlaufen. Aber nichtsdestotrotz. So, ich hau die jetzt noch um. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von diesem Format, wie ich es mal nenne. Elder Scrolls Online News in Skyrim. Wird natürlich so lange laufen, bis die Beta startet. Und dann werde ich natürlich auf die Beta umschwenken, ganz klar. Ich versuche schon wieder den falschen Weg zu nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf konstruktive Kritik, was das hier angeht. Und ich hoffe, dass euch das Ganze Spaß bringen werdet. Ihr könnt mir natürlich auch Fragen zum Spiel stellen. Ihr könnt mir Fragen zu Elder Scrolls Online stellen, die ich natürlich beantworten werde. Und ich hoffe, dass natürlich auch weitere News folgen wird in der nächsten Zeit, die ich euch dann zeigen werde. Oh Gott, 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 oh Gott. Heil dich, heil dich, heil dich. Und die ich euch dann zeigen werde. Ich glaube, Schwierigkeitsgrad Adept, falls das hier jemand interessiert. Und dann werden wir mal schauen. Lol. Der Bogen hat zu viel Schaden gemacht. Ja. Perfektes Ende für einen, ja, ich sag mal, ein bisschen holperigen Start. Dieses Mal noch kleines Problem gehabt, hier so der Maus, kleiner Absturz gehabt. Aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich freue mich auf konstruktive Kritik, was das Format angeht. Ihr könnt mir auch Vorschläge geben, was ihr besprechen wollt, was ich mir mal zur Brust nehmen soll an Informationen, an News zu Elder Scrolls Online. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann euch so ein wenig die Wartezeit verkürzen und mir selbst. Und wir sehen ansonsten uns wieder dann im nächsten Skyrim, Elder Scrolls Online News in Skyrim. Und ich hoffe, es hat euch so gefallen wie mir. Ja. Bis dann, Leute.